He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte: Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Wieder ein Tag in diesem einsamen Turm vergeudet. Ich, Malek, der mächtige Zauberer von Stone Mountain. Gefangen in den Erinnerungen an die eine, die ich liebe. Wunderschöne Teela. Wie sehnte ich mich, dich wiederzusehen und zu der meinen zu machen. Doch du wiesest mich ab. Zogst die königliche Garde vor, statt meine Frau zu werden. Es ist nicht fair. Mit meiner Zauberkraft erlange ich alles. Nur nicht sie. Malek, ist alles in Ordnung? Karen, ich habe dich nicht gerufen. Ich hörte ein Geräusch. Ich dachte, du bräuchtest Hilfe. Falsch gedacht, Lehrling. Lass mich in Ruhe. Wir machen den Zauberunterricht nachher. Ja, Malek. Wenn ich Teela nur wiedersehen könnte, aber sie wird mich wieder nur zurückweisen. Dennoch, wäre sie nur mein. Ich würde alles geben, würde dieser Traum nur wahr werden. Gegrüßt, Malek. Wer bist du? Ich bin Lorkos, der Sonderbote meines Meisters. Wer ist denn dein Meister? Namen sind Schall und Rauch. Wichtig ist, dass er dein Gefühl für Teela erkennt. Und er kann helfen, dass sie die deine wird. Wirklich? Wie? Nun, es kostet seinen Preis. Einen sehr hohen Preis. Ich gebe alles dafür. Nun, Malek, dann ist es abgemacht. Abgemacht? Oh! Was war das? Eine reine Formalität zur Besiegelung unserer Abmachung. Und nun an die Arbeit! Halt! Was tust du da? Lass das sofort sein! Das ist alles Teil der Abmachung, Malek. Die Abmachung, der du zugestimmt hast. Wenn du diesen Wahnsinn nicht sein lässt, benutze ich meine Magie, um ihn zu beenden. Oh! Das war erstmal eine Warnung, Malek. Von jetzt an befehle ich... Oh, Malek. Als ob diese Kreatur dich besitzt. Jetzt reicht's aber, Orko. Du und deine blöden Zauberkunststückchen. Tut mir leid, Duncan. Ich muss was verwechselt haben. Orko, du hast was verwechselt? Also du. Moment mal, ich krieg's schon hin. Hey, was ist denn hier los? Was los ist? Ich habe einen Schneesturm im Labor, das ist alles. Oh, ich weiß, was falsch war. Hebt ihr diesen Trick lieber für einen heißen Sommertag auf. Ich muss zu Teela zum Kampftraining. Also, ich muss auch gehen. So, und ich darf hier wieder sauber machen. Das tust du? Oh, danke. Du hartherzige.
einziger Bösling. Jetzt verteidige dich. Ach. Hey, nimm's nicht so ernst. Also, Adam, ich versuche gerade deine Kampfübung aufzulockern. Wozu brauche ich Übungen? Bist du nicht meine Leibwächterin? Wenn du etwas geschickter wärst, Adam, bräuchtest du keine Leibwächterin. Es ist gar nicht schwer, hart zu sein, Adam. Benutz nur deinen Kopf. Nur du bringst so einen Auftritt, Ram-Man. Ich versuche immer, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Klar? Ich glaube, das war genug geübt heute. Toll! Komm, Ram-Man, holen wir uns einen Haps aus der Palastküche. Da? Verzeiht mir mein Eindringen, Captain Zieler, aber ich muss mit euch sprechen. Aber sicher, Herr, Locusman, ich bin Bauer aus Artenna. Besser, ich war Bauer, bis Melek, der Zauberer von Stone Mountain, unsere Ernte zerstört hat. Melek, das kann nicht sein. Es ist wahr, Mem. Wir hatten Glück, dass wir entkamen, denn mit einer magischen Geste zersprengte er den Stone Mountain Damm und zerstörte unser Dorf. Melek doch nicht. Er würde seine Kräfte nie zur Zerstörung benutzen. Aber es gibt da noch etwas, Bam. Er zerstörte den Damm aus Sehnsucht nach euch. Entschuldigt mich. Die Falle ist fast zugeschlagen. Bald werden Melek und Tila mir gehören. Adam würde Cringer Männchen machen für etwas Essen. Hey, Cringer, komm, mach Männchen. Oh, ich und für diesen Blechtopf Männchen machen. Also wirklich, das ist die Höhe. Adam? Tila? Es gibt Ärger in Artenna und Melek scheint dahinter zu stecken. Melek? Ist das nicht ein guter alter Freund? Er glaubt das. Und, was sollen wir tun? Ich könnte deine Hilfe brauchen, Ram-Man. Und Adam könnte seinen Vater bitten, He-Man zu finden. Ihn brauche ich auch. Bin ich nicht genug? Wir haben keine Zeit für Scherze. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Ich hörte, du suchst mich. Bin ich froh, dich zu sehen. Melek, der Zauberer von Stone Mountain, ist in Schwierigkeiten. Melek, dein guter alter Freund? Jetzt fang du nicht auch noch an. Wirst du uns nun helfen oder nicht? Auf geht's, Captain! Diese schreckliche Kreatur Locus hat das verursacht. Ich hätte nie auf ihn hören sollen. Wenn er mir geholfen hat, Tila zu gewinnen, werde ich meine Magie einsetzen, um alles wieder zu klären. Melek, ich habe gesehen, was du und Locos getan habt. Ich bin zwar nur dein Lehrling, doch ich weiß, Locos ist böse. Schick ihn fort, bevor es zu spät ist. Sie ahnen zu viel. Ich muss sie loswerden. Ja.
Moment, ein Freund wird sich freuen, uns zu sehen. Zum letzten Mal. Melek war nie mein Freund und wird es auch niemals sein. Hilfe! 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 Strahlen, um das Monster zu erschrecken. Es würde dich fallen lassen. Ist in Ordnung. Vertrau mir. Das sind aber starke Kräfte, die du besitzt. Wer bist du? Ich bin Karin, Meleks Lehrling. Wir unterhalten uns später. Du kamst aus Knochen, du wirst zu Knochen. Wie ich schon sagte, das sind starke Kräfte. Du sagst, ein Dämon ist verantwortlich für Meleks Taten, Karin? Ja. Melek befolgt alle seine Befehle und alles aus Liebe zu Teela. Oh nein! Ich dachte, er hätte es überstanden. Was überstanden? Ich erzähle es euch lieber von Anfang an. Ehe ich Käpt'n der Wache wurde, studierte ich einige Monate in der Stadt der Weisheit. Dort traf ich Melek. Er studierte, um Zaubermeister zu werden. Er war immer ein richtig netter Kerl. So ein hübsches Mädchen verdient das schönste Kleid, das sich zaubern lässt. Obwohl er manchmal Probleme mit seiner Magie hatte. Melek verbesserte schließlich seine Magie und wurde ein großer Zauberer. Aber er begriff nicht, dass er für mich nur ein netter Bekannter war. Und das ist die ganze Geschichte. Manche Frau wäre glücklich, wenn Melek sie verehren würde. Ich glaube, du hast jetzt deine Rivalin. Sei gegrüßt. Ich habe auf dich gewartet, Teela. Oh! Lass sie wieder runter! Melek, lass Teela sofort gehen! Sie gehört mir, He-Man! Hör auf meine Warnung und verlasse Stone Mountain! Nicht so bald! Melek, das ist unmöglich! Ist was nicht in Ordnung, mein Schatz? Ja, alles ist falsch. Du kannst mich nicht zwingen, dich zu lieben. Nicht in Wirklichkeit. Die Liebe kommt schon mit der Zeit. Aber du wirst keine Zeit mehr haben, Melek! Halt! Was passiert hier? Wie ich sagte, Zauberer, deine Zeit ist gekommen. Du musst nun dafür zahlen, dass ich dir Teela brachte. Was bedeutet das? Was schuldest du dieser Kreatur? Melek hat immer nur an dich gedacht. Da hat er vergessen, auch an meinen Lohn zu denken. Was willst du von mir? Deine Seele, Zauberer! Meine Seele? Oh nein, es ist also wahr. Du hast eine Abmachung mit diesem Monster.
Und nun rufe ich meinen Meister, um euch beide in Besitz zu nehmen. O Meister der Dunkelheit, Herr alles Bösen, kommt herbei, deine Diener da. Merlek, ich bin gekommen. Wer wagt es einzudringen? Ich bin He-Man! He-Man, endlich stehen wir uns gegenüber. Was bist du? Ich bin der Herr der Furcht und Zerstörer der Hoffnung. Der Feind aller Geschöpfe und des Universums. Sterblicher, ich bin das Böse selbst. Erbärmliches Vieh, du kannst mir nichts anhaben. Ich pack ihn mir. Narren, ihr verzögert nur meinen Triumph. Das Böse wird euch zermalmen. Nein, das kann nicht sein. Er ist so mächtig wie ich. Das ist unglaublich. Deine Güte ist so groß wie meine böse Kraft. Ich könnte dich jahrelang bekämpfen, ohne zu siegen. Ich bin bereit. Ich vergeude keine Zeit mehr mit dir. Doch Malek gehört mir. Nein. Du nimmst ihn nicht mit. Ich verbiete es. Ich biete dir eine andere Seele, Böser. Freiwillig für Maleks. Nimm meine. Karin! Deine Seele, unglaublich. Sowas hat es noch nie gegeben. Ich liebe Malek und ich würde alles auf mich nehmen, selbst die Verdammnis. So sei es denn. Ich lasse Malek frei und nehme deine Seele statt seiner. Meine Hand! Verdammt seist du! Jede Seele, die sich für eine andere opfert, ist erfüllt von der einen Kraft, die ich nie besiege. Die Kraft, die mich zerstören kann. Die Kraft der Liebe. Wahre Liebe diesmal. Ich bin betrogen. Lokos, Lokos, verdammt seist du! Es ist nur deine Schuld! Aber Meister! Du kommst später dran. Und was dich angeht, He-Man, unser Kampf geht weiter. Ich bin bereit. Wir sind lieber Freunde als Feinde, Malek. So sei es, He-Man. Wir haben den Damm repariert, Teela. Aber wie kann ich all den Ärger wiedergutmachen, den ich dir bereitet habe? Richte die Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast, auf eine, die es verdient. Na, hoffentlich trifft dich der Verlust nicht so schwer, Teela. Es gibt tatsächlich einen meiner Begleiter, den ich sehr, sehr gern mag. Wirklich? Kenn ich ihn? Mhm. Kommst du, Ram-Man? Ram-Man? Hallo, Leute. Da seht ihr mal. Wer hat, der hat. Na klar.
Im heutigen Abenteuer dachte Malik, er könnte tun, was er wollte. Doch stattdessen lernte er, wenn man etwas Falsches tut, kommt man vielleicht eine Weile davon. Doch früh oder später muss man sich verantworten. Glücklicherweise hatte Malik Freunde, die ihn mochten und ihm halfen. Wir machen alle Fehler. Doch bewusst etwas Böses zu tun, ist sinnlos. Früher oder später zeigen sich die Folgen. Also dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.